Basti, ich habe heute ein paar Fragen zu Softshell-Jacken. Hilfst du mir weiter? Na klar, logisch. Das ist wunderbar. Pass auf, ich weiß im Herbst nie so ganz, welche Jacke ich anziehen soll. In der Früh ist es meistens noch relativ zapfig kalt und frisch. Nachmittag wird es wärmer und immer wärmer. Und manchmal ist es ja so, dass auch noch Wind und Regen dazu kommt. Welche Jacke soll ich morgens einpacken? Ja, das kommt erstmal ganz drauf an, was du machen willst. Ob du Fuß einfach nur eine Runde im Dorf gehst und Semmeln holst oder ob du auf eine Bergtour gehen willst. Das ist halt dann auch schon entscheidend. Was für Bergtouren stehen bei dir in den nächsten Wochen und Monaten an hier in der Gegend? Das kommt ganz drauf an, wie ich auch gerade Zeit habe und so. Vielleicht mal was Kleines gleich in der Früh oder auch mal gerne Tagestour. Immer so, wie ich Zeit habe. Gibt es eine schöne, harte Tour hier in der Gegend? Oh ja, eigentlich sind bei uns alle Touren schön, weil die Landschaft ist einfach toll, das Gebirge ist schön. Also bei uns ist eigentlich jede Bergtour schön. Wenn ich jetzt so überlege, welche Jacken ich in meinem Kleiderschrank habe, dann wüsste ich gar nicht, welche ich jetzt anziehen soll. Auf was muss ich beim Kauf einer solchen neuen Jacke achten? Also als erstes mal auf jeden Fall auf die Passform, dass sie dir gut passt, dass sie schön anliegt. Und wenn sie dir gefällt, ist natürlich auch immer gut. Die gefällt mir schon mal ganz gut. Zumindest schaut sie sehr gut aus. Erklär mir doch mal, was diese technische Softshell-Jacke von Icepeak alles kann. Das ist jetzt zum Beispiel die Danforth von Icepeak. Also eine wirklich schöne Softshell-Jacke, die dir wirklich viele Möglichkeiten gibt, egal was du machst. Ob du frühst vielleicht einfach nur eine kleine Runde am Berg gehst oder auch mal eine längere Bergtour machst. Das ist wirklich eine tolle Jacke, die dir da gut hilft. Mhm. Und sag bitte, warum sind es eigentlich zwei verschiedene Materialien? Hier dieses Wollige und hier sozusagen dieses klassische Softshell? Das ist die Icepeak Danforth mit dem Active Wear System. Und dieses System beinhaltet praktisch die verschiedenen Materialien, dass du an den Ärmeln eine gute Bewegungsfreiheit hast, zum Beispiel durch das Softshell-Material, aber an Rumpf und Rücken gut gewärmt bist, dass du da einfach immer schön warm bist. Mhm. Und muss ich dann ständig an- und ausziehen, bei meinen bisherigen Jacken, oder kann ich die wirklich kontinuierlich anhaben? Gut, dass du das sagst, weil genau bei dieser Jacke ist es so, dass du das eben nicht brauchst. Mhm. Sie bietet dir eine gute Bewegungsfreiheit, ist atmungsaktiv, aber gleichzeitig wärmend. Also sie ist immer so, dass sie dich in der Bewegung, in der du gerade bist, auch aktiv unterstützt und dir hilft mit ihrem System. Und dieses AWS, dieses Active Wear System, ist es etwas, was ich unbedingt brauche für einen Berg? Ja, das hilft dir ja immer, das ist wirklich gut. Das ist einfach, dass du nie auskühlst, aber auch nie übermäßig schwitzen musst, dass du, wenn auch mal ein Wind kommt, windgeschützt bist, weil das Softshell-Material dich sehr, sehr gut vom Wind schützt. Mhm. Und auch wenn mal ein kleiner Regenschauer kommt, hält die Jacke das gut aus. Ist zwar keine Regenjacke, aber das kann sie. Eine Regenjacke brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wenn ich rausschaue, dann sieht das Wetter noch ganz gut aus. Wir gehen aber jetzt gleich in den Biergarten. Wohin gehen wir hin? Ja, bei uns am Lech gibt es wirklich schöne Biergärten, da können wir gern hingehen. Dann nehmen wir die mit, falls es ein bisschen kühler wird. Und wenn ihr mehr wissen wollt über technische Softshelljacken, dann geht doch bitte zu eurem nächsten Sport 2000 Händler in eurer Umgebung.